Und mein Vater hatte den Betrieb, die Abwicklung des Betriebes voranzutreiben. Was heißt das? Die Maschinen wurden für die Demontage vorbereitet und verpackt und in Glashütte auf den Güterbahnhof geschafft, um den Abtransport nach Russland vorzubereiten. Das war so die Aufgabe meines Vaters in den großväterlichen Betrieb. Und da hat es abends um 10 einen Besuch gegeben von russischen Offizieren mit 2 Soldaten und Maschinenpistolen. Die haben meinen Vater abgeholt. Dann hatte meine Mutter, die hat mir das mal erzählt, mein Vater hat mir das leider nie erzählt, Angst gehabt, dass mit den Maschinen wir nach Russland müssen. Aber mein Vater sollte den ersten Meister holen und die Maschinen kennzeichnen, die zur Fertigung von Messuhren gebraucht werden. Das haben sie an dem Abend gemacht. Den nächsten Tag sind russische Soldaten mit Pferdegespann gekommen und haben die Maschinen in die Fabrik zurückgefahren und die Firma Robert Mühle und Sohn bekamen den Auftrag, für die russischen Militärwerkstätten zwischen Moskau und der Elbe Messuhren zu reparieren und zu bauen. Also die Firma Robert Mühle und Sohn hat im Mitte Mai schon mit 40 Leuten wieder die Produktion für Russland aufgenommen, aber nur Messuhren. Der Vater hatte dann parallel dazu von einem Mann, der technischer Direktor bei Union war, und Union war ja in der Weltwirtschaftskrise kaputt gegangen, die Maschinen aufgekauft. Der hatte, wir würden heute sagen, ein Homeoffice. Der hat nämlich zu Hause Konstruktionen gemacht und hatte mit 4 Frauen in Sutterreng die Fertigung von Getrieben für die Druck- und Temperaturmessindustrie gebaut und hat dann in der 3. Etage im Stammhaus von unserer Firma die Firma Hans Mühle aufgebaut und hat das gebaut, was die Firma Robert Mühle nicht fertigen durfte. Und wir sind dann aus diesem Gebäude 1955 ausgezogen und sind dann noch in ein Zwischengebäude gezogen und sind dann 1956 in dieses Gebäude, den Altbau hier eingezogen und haben hier die Produktion von Getrieben für Manometer und Thermometer, Laufwerke für die Foto- und Kinoindustrie gebaut. Und später zu DDR-Zeiten durften wir dann nur noch diese Getriebe für Manometer und Thermometer bauen.